Moonlight Stories vs. Erhörni. Erhörni. Ich sitze hier und wie so oft denke ich nach. Die ganze Zeit und immer wieder über das gleiche Thema. Träume. Wir Menschen träumen so viel, alle etwas Verschiedenes. Schönes, Schlimmes oder völlig Unsinniges. Alle Menschen träumen. Auch wenn sie sich vielleicht nicht daran erinnern können, sie träumen trotzdem. Experten nennen Träume den Schlüssel zum Unterbewusstsein. Alles, was das Gehirn erlebt, was es verarbeiten muss, geschieht in den Träumen. Ein faszinierendes Thema. Ein Thema, das in seiner Komplexität für die wenigsten verständlich ist. Ich selber träume von jemandem. Von diesem einen Mädchen. Ein Mädchen, mit dem ich mich verbunden fühle. Auch wenn ich sie noch nie gesehen habe, weiß ich, wie sie aussieht, wie sie klingt und wie sie riecht. Zu jemandem, den man nur aus seinen Träumen kennt, lässt einen so eine Verbundenheit fühlen, auch außerhalb der Traumwelt. Und das lässt mich nachdenken. Wieder und wieder und wieder. Werde ich sie jemals kennenlernen? Wenn ja, ist sie so, wie ich sie kenne? So, wie sie in meinen Träumen ist? Gibt es sie überhaupt? Oder wird sie nur von meinem Gehirn kreiert? Eine andere Theorie besagt, dass diese Verbundenheit aus einem früheren Leben kommen könnte. Eine Person, mit der man früher viel zu tun hatte, seien es Geschwister, Geliebte oder einfach sehr nahe Freunde. Wenn man so darüber nachdenkt, ist das doch eine schöne Vorstellung. Zwei Seelen, für immer verbunden. Doch trotzdem bleibt die eine Frage im Raum. Wie kann ich sie treffen? Gehen wir mal davon aus, dass diese Seelenverwandtschaft so groß ist, dass sie auch nach dem Tod ins weitere Leben mitgenommen wird. Wäre es dann nicht die beste Möglichkeit, den Kreislauf durch den Tod zurückzusetzen und von vorne zu beginnen? Doch was ist, wenn sich der Kreislauf nicht zurücksetzt? Was ist, wenn meine Theorie einfach nur Unfug ist? Was ist, wenn es tatsächlich nur Träume sind und mein Gehirn sich diese Person nur einbildet? Was ist, wenn es keine weiteren Leben nach dem Tod gibt? Die einzige Möglichkeit, das herauszufinden, ist wohl der Selbstversuch. Ich schmecke kaltes Metall. Langsam wandert mein Finger an den Abzug. Moonlight Stories. Ich sitze hier und wie so oft denke ich nach. Die ganze Zeit, immer wieder über das gleiche Thema. Träume. Wir Menschen träumen so viel, alle etwas Verschiedenes. Schönes, Schlimmes oder völliger Unsinn. Alle Menschen träumen, auch wenn sie sich vielleicht nicht daran erinnern können. Sie träumen trotzdem. Experten nennen Träume den Schlüssel zum Unterbewusstsein. Alles, was das Gehirn erlebt, was es verarbeiten muss, geschieht in den Träumen. Ein faszinierendes Thema, das in seiner Komplexität nur für die wenigsten verständlich ist. Ich selber träume von jemandem, von diesem einen Mädchen. Ein Mädchen, mit dem ich mich verbunden fühle. Auch wenn ich sie noch nie gesehen habe, weiß ich, wie sie aussieht, wie sie klingt und wie sie riecht. Zu jemandem, den man nur aus seinen Träumen kennt, so eine Verbundenheit zu fühlen, auch außerhalb der Traumwelt, lässt mich nachdenken. Wieder und wieder und wieder werde ich sie jemals kennenlernen. Wenn ja, ist sie so, wie ich sie kenne? So, wie sie in meinen Träumen ist? Gibt es sie überhaupt? Oder wird sie nur von meinem Gehirn kreiert? Eine andere Theorie besagt, dass diese Verbundenheit aus einem früheren Leben kommen könnte. Eine Person, mit der man früher viel zu tun hatte. Seien es Geschwister, Geliebte oder einfach nur sehr nahe Freunde. Wenn man so darüber nachdenkt, ist das doch eine schöne Vorstellung. Zwei Seelen für immer verbunden. Doch trotzdem bleibt die eine Frage im Raum. Wie kann ich sie treffen? Gehen wir mal davon aus, dass diese Seelenverwandtschaft so groß ist, dass sie auch nach dem Tod in weitere Leben mitgenommen wird. Wäre es dann nicht die beste Möglichkeit, den Kreislauf durch den Tod zurückzusetzen?
und von vorne zu beginnen. Doch was ist, wenn sich der Kreislauf nicht zurücksetzt? Was ist, wenn meine Theorie einfach nur Unfug ist? Was ist, wenn es tatsächlich nur Träume sind und mein Gehirn sich diese Person nur einbildet? Was ist, wenn es keine weiteren Leben nach dem Tod gibt? Die einzige Möglichkeit, das herauszufinden, ist wohl der Selbstversuch. Ich schmecke kaltes Metall. Langsam wandert mein Finger zum Abzug. Bitte stimmt ab in Form eines Kommentars mit Begründung.